Herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Wir sind mit Michael unterwegs, der hier ein bisschen frustriert seine Zigarette geraucht hat und fahren mit unserem Dollarmobil zu dem blauen L auf der Map, nämlich zu Lester. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das Lester. Müsste Lester sein. Ja, das ist Lester. Und zwar geht es eventuell jetzt schon in die Heist-Vorbereitungen. Was ich sehr begrüßen würde, weil ich den letzten Heist sehr, sehr geil finde in GTA 5. Ja, und selbst wenn nicht, dann erfahren wir sehr, sehr viel Interessantes wahrscheinlich wieder über die Story. Denn wir wissen ja, das letzte Mal, als wir uns auf die Story konzentriert haben, da hat Franklin den Michael gerettet. Genau, so war's. Und Trevor, der hat Michael einfach seinem Schicksal überlassen. Und das Schicksal hieß zu dem Zeitpunkt der unausweichliche Tod zu sein. Huh! Oh, hier noch mal an beiden vorbei geschrammt, ganz knapp. Super Stunt. Gefiel mir. Und deswegen bleiben jetzt auch viele, viele offene Fragen in der Story, die es jetzt in den kommenden Tagen und Wochen zu lösen gilt. So, und ich fahre hier jetzt ein Stück zu weit. Ich habe die falsche Brücke genommen. Hier muss man immer so einen kleinen Schlenker nochmal rumfahren, um zu Lester zu gelangen. So. Oh, hier haben wir ein Zufallsereignis. Schauen wir mal, worum handelt es sich hier. Okay, ist eine Seitenstraße weiter scheinbar. Oder aber ist es schon wieder vorbei, weil ich den blinkenden Punkt auf der Map nicht mehr sehe. Na okay, scheint wohl nichts allzu Wichtiges gewesen zu sein. Na, nicht ganz perfekt eingeparkt. Ihr wisst ja, ich hab's ein bisschen mit dem Parken in GTA 5. Macht mir sehr viel Spaß. So, und jetzt sind wir hier bei Lester in der... Ist es eine Näherei oder eine Wäscherei als Tarnung? Auf jeden Fall schauen wir, was passiert. What's going on? Oh, just enjoying a little labor dispute. See, we're about to do something really, really bad. So I need to present myself as a proper textile magnet, so... So you stop making anything? Nothing looks more suspicious in America than someone who's actually prepared to make something. Jesus. What about you? Oh, pocket, Trevor. We're having some problems. Brad. Yeah, what else? So anyway, the Union Depository is on hold for now. Can't do it without him, especially now that he knows. Thank God you guys are here. You alone? Davey, where's your boyfriend Steve? He's on his way up. Yeah, they're up here. Listen, the shit's about to hit the fan. Our entire lives together has been nothing but a series of fans and shits. Sort this problem out for me, and I will get Mr. Leisureware off your back. And if we don't? Then I will go to jail and you will get shot. Ah, fuck you, Dave. I've heard it all before. Not like this, you haven't. Has he briefed you? Oh, why, yes, he has. He told us that if we do what you say, then together we can take down the big bad wolf that is government corruption. Yeah, and if you don't, we're all gonna fry, because the agency's onto us. I've even got some fools in our own bureau that are questioning my methods. Think I'm a liar, a cheater, some kind of a killer and a thief! So? So, there's some, evidence, and I need you guys to find out what they know. All right, so what? You want Lester here to hack into the system, wipe it all clean? No, 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 that will not work. The only way to access it is through your buildings. Fuck me. Michael, you'd be doing me a very big favor. And if you do this, I will make sure that all your files are deleted. I promise you. Hey! It's the last thing we do, and we're done. Period. Of course! I'm a man of my word! Dave, let's go! Come on, Lester, let's go. Good luck, gentlemen. Naja, ob wir ihm trauen können, ich bin mir nicht so sicher. Aber machen wir es mal. Gut. Take us to the bureau. Parking garage entrance. So
So, you got any idea how we'll do this? Scope it out? Not really, but I thought we'd start by finding a way into the building. We're going in through the parking lot? No. We're waiting for someone to come out of it. A janitor. All right. And how's that gonna get us in? Well, the janitors are all on temp contracts. They get replaced when their backs go or they ask for a day off. So, we find one of these guys, we turn him, and that's our in. Okay. There a particular guy? I'm in the temp company's database right now. Found a guy about to clock off. Got the file here. Let me see. Harvey Molina, license plate 83QSL722. And we'll follow him and see what we think. Here we are. Let's wait for him. Cool, hier sieht man sogar, was im Radio läuft. Queen Radio Gaga. Something's coming. Geiles Lied. That's not it. So, what do you think about this whole messed up situation? I think they'll either kill you after this is done, or keep you doing these stupid jobs until they don't have to kill you, because someone else has done it for them. Yeah, that sounds about right. Wäre auch zu blöd gewesen, wenn es der erste direkt schon wäre. That's it? This is not the car we're looking for. So what do we do? What can we do? We do the job. And maybe you can delete the files when you're inside doing whatever else you're doing. That might be a way out. Yeah, well, a way out is exactly what I need. Ooh, what's this? Not our guy. It's hard to get motivated on a job without financial incentive. You can't put a price on freedom. Well, that spur won't be there for the crew. I'm gonna ask Mr. Haynes for a budget. Maybe the leftover cash from the Polito score. We need something. Yeah, see what you can do. Komischerweise war es jetzt nicht das dritte Auto, sonst ist es bei Videospielen immer irgendwas mit drei. Das Here vielleicht? We go. Nope. Auch nicht. Okay, dann das fünfte vielleicht. Ich spiele gleich die Löwenzahnmusik hier ein. Da. Der aber, oder? That's the one. You know the drill. Couple of car lengths. Ein paar Fahrzeuglängen. Ja, das hat man in GTA 4 schon hin und wieder gemacht. So what's gonna happen when this guy gets wherever he's going? He's gonna get his severance package. I can't tell if that's some creepy euphemism or a plain statement of facts. It's whatever you want it to be. Okay. Ist aber auch interessant, dass man an den Ampeln nicht nah an ihn ranfahren soll. Hey, you mind? Put away the smartphone or pad or whatever the hell that is for a minute. No surfing while I'm trying to tail this guy. It's work related. Yeah, well, I'd prefer all hands on deck right now, if it's okay with you. God, you're worse than my son. You want to break into the FIB's West Coast headquarters, you're gonna need more than a janitor's license plate number. And let me work on some angles while you, keep this car behind that one and between these white lines. That's it. I mean, other than a few missing expletives in terms of racial abuse, that was my son in spades. Ja, nochmal kurz zu den Ampeln. Bei GTA 4 war es zumindest so, wenn du an einer Ampel trotzdem zu nah an den rangefahren bist. Was eigentlich? We've got the budget to pull this off. Good. Dann haben die dich entdeckt, obwohl es eigentlich total logisch ist, dass man an einer Ampel an den Vordermann fast ranfährt, ja, weil es ist halt eine Ampel. Come on. So. What do we do when he gets home? What do we need from him? We need cooperation and maybe his overalls and an ID. And if he don't cooperate? You know what it's like to clean up shit for Steve Haynes? He'll cooperate. Weil nur weil an der Ampel hinter jemandem einer steht, geht man nicht davon aus, dass er einem Böses will. Na, der hinter uns ist ein bisschen genervt davon, dass wir Abstand halten. Müssen wir. Wir verfolgen gerade jemanden. Ist aber auch interessant, wie das Wetter hier gerade ist. Das sieht sehr nebelig aus hier. Da sieht man auch im Scheinwerfer so ein bisschen was an Nebel. Ha, cooles Wetter.
Ja, draußen ist es aber ein bisschen cooler. Wobei ich muss sagen, ich finde, es ist sogar teilweise schon zu heiß mit 35 Grad. Da würde ich mir eher wünschen, ja, so... He's gone left there, you see? Ja, ich weiß schon, ich weiß schon. 25 Grad würde ich mir ungefähr wünschen. Das wäre über so 2-3 Monate hinweg echt gut. He's pulling over. Stop down the road a ways. So. Mit hin und wieder Regen, damit die ganzen Allergiker auch keine Probleme damit haben. So, und da gehen wir jetzt zu dem Hausmeister. How's that cable connection coming along? Ach. Der Hausmeister wurde verschreckt. Ja, sag doch was, dass ich da nicht dran hingehen soll. He's pulling up. Park down the block. Kommst dem Hausmeister zu nah. Ja, das habe ich gerade eben gemacht. Ja, nee, aber die hätten ruhig mal sagen können, okay, bleib immer noch in sicherer Entfernung. Gut, dann machen wir das jetzt. So, wir stehen hier nur einfach ganz friedlich. Alles in Ordnung mit dem Kabelanschluss. Ja, alles bestens. Tut mir leid, ich habe gerade viel zu tun. Mhm. Okay, jetzt folgen wir dem Kerl. Wir könnten sein Auto klauen, das wäre wahrscheinlich eine gute Maßnahme. Ah, da wohnt er. Folge dem Hausmeister in seine Wohnung. Na, das ist aber nicht so nett. You got another one of those, Harvey? Who are you? The guy with your best interests at heart. Fill your pockets with money and all you gotta do is take a little vacation. Hey, I work two jobs, man. Take any break I can get. Good. Hey, you want the beer? Nah, I'll just take the overalls. Oh, and your ID. It's in there. Oh, and Harvey. I probably don't need to say this. But you don't play ball, I'll be forced to do something I really don't want to do. Enjoy your beer. Ja, das ging einfach. Und damit hätten wir einen Job als Hausmeister. Yay! Und jemanden dafür bezahlt, dass er Urlaub macht. Nee, wir wollen ja irgendwie unbemerkt reinkommen. Und da ist diese Tarnung sehr, sehr gut geeignet zu. Successful? Oh yeah. We gotta go back to my office. That was easy. Guess you were right. Steve Haynes is a shitty boss. Hey, I called Frank while you were in there. He's coming to meet us. Yeah, huh? What do we need him for? Grunt work. Information gathering. What information? The plans to the office. There aren't any digital copies, or if there are, I'm not clever enough to find them. The architect is LS-based, so I thought Frank could tail him, take a hard copy. Sounds complicated. You sure you need these plans? Yeah, I do. If I'm gonna find a way to bypass a couple of $100 million worth of government security. Millions? They blew that much? Government contracts. License to steal. Ah, he's already here. Hey, what's the problem, dawg? Steve fucking Haynes. Of course it's Steve fucking Haynes. It's always Steve Haynes. That is not strictly true. It's either Steve Haynes or it's Trevor. It's his family. It's always one of them. Yeah, that's true. It is always one of them. A fat old fuck with a horrible family and even worse friends. I told you, Franklin, I ain't a good role model. Period. Yeah, whatever, dawg. It's either this or dealing dime bags. The bullets come cracking at your ass either way. Thanks. We need to find out something about this FIB building, a weakness or a way in. Next time I meet a morally destitute, totally delusional, highly corrupt government agent. I hope he's a nice one. Man, I'm not going in that motherfucker by myself. No, 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 no. Nobody is going in. We need to do some recon. We need a little more information. She. I need the architectural plans, but they're not online anywhere, so I'm gonna need paper copies. Now, the architect's name is Chip Peterson. This was his first big commission, and the office is down in Backlot City. All right. Franklin, you go tell him for a little while, and then we'll talk. All right, dog, I got you. Try not to hurt yourself.
Oh, good, good, good. Okay, das ist jetzt nicht unbedingt das große Ding, von dem ich euch auch unter anderem berichtet hatte. Nichts mehr übrig. Verdammt, wir hätten hier Gold wahrscheinlich bekommen. Das ist jetzt nicht unbedingt das große Ding, aber es ist auf jeden Fall wieder eine interessante Mission. Und der Lester hatte wieder seine Tafel ausgepackt, um da alles Mögliche schon mal zu planen. Und an die Mission erinnere ich mich auch noch. Moment, schaffe es in maximal 9 Minuten. Das hätten wir geschafft. Das hätten wir locker geschafft. Ja, und an die Mission kann ich mich erinnern. Und da geht es auf jeden Fall auch hart zur Sache. Hier mit dem kleinen 180. Gut, dann fahren wir nochmal in Richtung der Stadt. Aber erstmal schauen wir mal hier. Hier entdecken wir was. Das hatte ich schon beim ersten Mal aus Versehen entdeckt. Nämlich gibt es im gesamten Spiel verteilt, ich glaube, 50 Schnipsel. Und wenn ihr alle findet, schaltet ihr eine Nebenmission frei. Ich werde allerdings nicht alle 50 jetzt einsammeln gezielt. Zumindest nicht im Laufe des Let's Plays. Aber vielleicht irgendwann nochmal. Und dann mache ich ein Special mit dieser Mission, weil die auch sehr, sehr interessant sein soll. Das soll, glaube ich, ein Brief sogar sein. Und dann schauen wir mal jetzt. Zack, aufgesammelt. Teil eines Geständnisses gefunden. Sammle alle Briefschnitzel, um den Mord an Leonora Johnson aufzuklären. Ja, das ist eine sehr, sehr geile Idee, wie ich finde. Es ist auf jeden Fall sehr cool gemacht, dass es das überhaupt gibt. Auch wenn ich der Meinung bin, okay, du hättest auch ein bisschen, also nicht du, sondern Rockstar Games, ihr hättet ruhig ein bisschen weniger als 50 Briefschnipsel in der Stadt verstecken können. Vielleicht so, sagen wir mal, 10. So. 10 oder 20. Damit wäre ich ja noch vollkommen d'accord. Es ist aber nicht so schlimm wie die Tauben. Ich glaube, das waren Tauben in GTA San Andreas. Oder GTA Vice City. Auf jeden Fall in irgendeinem GTA konnte man bis zu 100 oder 200 Tauben erledigen und konnte dadurch einen Kampfhubschrauber freischalten. Kampfhubschrauber, geil. Aber 200, ja, das ist eine Zahl. Da sitzt man schon einige Stunden dran und das ist schon aufwendiger als so manche Platin-Trophäe für die PlayStation. Oder 1000 Gamerscore, oder, beziehungsweise alle Erfolge einfach nur. So, wir gehen jetzt mal an den Zielstand. Und selbst das war so eine mühsame Aufgabe und meiner Meinung nach im Endeffekt total sinnlos im Nachhinein betrachtet. Ich habe das auch eine Weile gesammelt. So, Einführung kann mit A übersprungen werden. Nee, machen wir mal nicht. Gucken wir mal, was da so Interessantes steht. Ziele erscheinen nach dem Ablauf eines kurzen Countdowns. Die Runde endet, wenn die Zeit abgelaufen ist oder alle Ziele zerstört wurden. Okay. Treffgenauigkeit, okay, Zone 4, 3, ah, die sind auch entsprechend einmarkiert, farblich. Voneinander folgende Treffer füllen die Kombo-Leiste. Okay, da gibt es schon einiges, was sie hier sehr, sehr cool gemacht haben. Und Michael ist ja, glaube ich, der beste Schütze von den dreien. Und deswegen schauen wir mal, Handfeuerwaffen. Nehmen wir mal die Kaliber 50 Pistole. Sieht aus wie die Desert Eagle. Und Herausforderung 1. Ich glaube, hier ist das automatische Zielen komplett deaktiviert. Und ich ziehe mit dem Controller. Nur, dass ihr es wisst. Ja, aber ist jetzt perfekt gelungen. Die Zeit ist vielleicht ein bisschen langsam, aber ansonsten, es erinnert schon fast an die Headshots. Auf dem Friedhof, oh cool, Gold. Habe ich Gold erreicht? 3000, wie viel? 3161. Jawohl, cool. Da bin ich gewillt, gleich den nächsten sogar zu machen. Machen wir nochmal schnell. Okay, jetzt mit bewegten Zielen. Ach, muss ich mehrmals auf den zielen? Oh nein, jetzt habe ich einen verschossen. Okay, man kann unendlich häufig auf ein Ziel schießen. 100. Ja, hätte ich das gewusst, hätte ich wesentlich häufiger noch geschossen. Für Silber
brauchen wir 10.000. 10.000 für Silber. Ja, okay, dafür braucht man wahrscheinlich die AR-Pistole. Ist ja vollautomatisch. Und jetzt schaut mal. Ja, 3.100. Und der Combo-Counter geht ja hoch. Ah, fast Gold. Jetzt haben wir Gold. Jawohl. Und da seht ihr es. Man braucht nur eine bestimmte Waffe und dann klappt das auch ganz gut. Easy. Wollen wir noch die dritte machen? Sich bewegendes Ziel. Ziele verschwinden automatisch. Machen wir auch mal mit der AR. Ist aber ein bisschen schade, dass es so gemacht wurde, weil hier geht es ja kaum noch um den Skill, sondern... Ah, okay, jetzt verschieße ich hier ordentlich nochmal. Hier geht es ja kaum noch um den Skill, sondern eigentlich darum, wie viele Schüsse man absetzt. Fände es interessanter, wenn man präzise mit der normalen Pistole schießen müsste. Ach, schade. Ich dachte, im umgedrehten Zustand bekommt man jetzt auch Punkte. Haben wir Silber bekommen? Nee, ich glaube nicht, oder? Für Silber braucht man sicher 10.000. Nee, 3.000 für Silber. 15.000 für Gold. Eieiei. Okay. Allein schon zu wissen, wo das Ziel am Anfang auftaucht, wäre ganz interessant. So. 3.800 jetzt schon. Man muss einfach nur ganz ruhig mit dem Ziel mithalten. ...7.800... ...8.600. Ja, immerhin jetzt die Punktzahl, die Bestpunktzahl nochmal verbessert. Hat man mit anderen Waffen nochmal andere Challenges? Ja, hat man. Gut, aber damit hätten wir die Pistolen-Challenges mal abgeschlossen. Und zweimal Gold geholt, einmal Silber. Und ich muss sagen, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich war einmal in GTA 5 auf der PS3 am Schießstand. Und da muss ich sagen, fand ich es nicht so cool. Aber dieses Mal hat es wirklich Spaß gemacht. Gut, damit bedanke ich mich bei euch, dass ihr zugeschaut habt. Schaltet auch beim nächsten Mal bei GTA 5 ein. Ja, der verabschiedet sich auch nochmal. Bis zum nächsten Mal. Ach, wir lesen hier nochmal, was der Franklin schreibt. Der unterbricht einfach meine Abmoderation. Ich habe diese Chip-Peterson-Sache unter die Lupe genommen. Ich glaube, ich habe da was. Sehr gut. Und damit machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Haut rein.